Hallöchen Leute und willkommen wieder zurück zu Pokémon Schwarz 2. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe im letzten Part bereits meinen ersten Arena-Orden von Sharon überreicht bekommen, den Grundorden. Ich finde das so cool, dass unser damaliger Rivale aus dem Vorgänger jetzt hier in Schwarz und Weiß 2 ein Arena-Leiter geworden ist. Finde ich richtig super. Und er hat sich gerade auch ein bisschen verändert. Das ist eigentlich ziemlich interessant. Sowohl Bell als auch Sharon kamen ja beide in den Vorgängern vor. Und vom Aussehen her hat sich das halt gegensätzlich geändert. Damals hat Sharon nämlich eine Brille getragen und Bell keine und jetzt ist es genau andersrum. Jetzt trägt Bell eine Brille, dafür trägt Sharon keine mehr. Finde ich irgendwie ziemlich interessant. Ja, wir haben noch die TM Kraftschuh bekommen und Visocaster haben sich jetzt bei uns Bell und Sharon eingetragen und von Professor Escher haben wir auch die Nummer bekommen. Und das Seagear haben wir auch noch überreicht bekommen von Bell. Das möchte ich euch ganz gerne mal näher zeigen. Also hier unten, wir haben hier drei verschiedene Flächen, IR ist für Infrarot, WLAN und dann noch drahtlos. Und was ich jetzt kurz zeigen möchte, ist hier unter drahtlos die sogenannte Kontaktebene. Die gab es im Vorgänger auch schon und die möchte ich euch trotzdem hier auch mal ganz gerne kurz zeigen. Also auf in die Kontaktebene. Alex wird in die Kontaktebene teleportiert. Willkommen in der Kontaktebene. Nanu, dein verwirrter Blick verrät mir, dass du nicht so recht weißt, wo du hier bist. Dieser geheimnisvolle Ort nennt sich die Kontaktebene. Er vermag uns Menschen miteinander zu verbinden. Du kannst hier an deine Fähigkeiten feilen, um mit anderen Abenteurern in deiner Umgebung zusammenzuarbeiten und euch gegenseitig auszuhelfen. Mit Worten alleine wird es mir wohl nicht gelingen, dir das Konzept der Kontaktebene zu vermitteln. Du bist doch auch ein Abenteurer, oder? Dann lege ich dir ans Herz, ebenfalls an deine Fähigkeiten zu feilen. Zuallererst solltest du den Kontaktbaum überprüfen und eine Mission annehmen. Übermittle den Kontaktbaum danach deine Kraft. Zeig ihm, was in dir steckt. Ja, dann werde ich genau das tun. Den Kontaktbaum benutzen, den gab es auch schon im Vorgänger. Du untersuchst deinen Kontaktbaum. So, Kontaktbaum. Gesamtlevel des Kontaktbaums 0. Es gibt einen sogenannten Schwarzlevel und einen Weißlevel. Es kommt darauf an, welche Edition man halt hat. Und einsatzbare Transferkräfte natürlich noch gar keine. So, jetzt haben wir hier unten Festival-Mission annehmen. So, bitte wähle eine Festival-Mission aus. Die erste Bärensuche. Missionserläuterung. Sammle 5 oder mehr Bären innerhalb der Zeit. Halte nach vogelnden Stellen in Städten und auf Straßen Ausschau. Zeitbegrenzung 3 Minuten. Zielvorgabe 5. So, möchtest du mit dieser Mission beginnen? Die erste Bärensuche Level 1. Oder machen wir das einfach mal? So, Festival-Mission wird gestartet. Sehr schön. Wie ich sehe, hast du deine erste Mission angenommen. Du gehst also erstmal Bären suchen. Das ist genau die richtige Mission für einen Anfänger wie dich. Also gut, ich gebe dir ein paar Tipps. In Städten oder Straßen wirst du funkelnde Stellen finden, hinter denen sich Bären verstecken. Wer sucht, der findet. Komm zurück, sobald du fündig geworden bist, dann gebe ich dir eine neue Kraft. Aber genug geredet, mach dich jetzt langsam auf den Weg. Los jetzt! So, und los geht's. Ich bin jetzt in Aventura City, aber das hat jetzt mit dem eigentlich nichts zu tun. Das ist jetzt irgendwie trotzdem was ganz Besonderes. So, sehen wir, hier ist gleich mal was. Und Alex hat das Item Arena-Beere gefunden. Ob ich die überhaupt behalten darf? So, die Punktezahl dann fest, zwischen steckt Nummer 1. Alex hat das Item Arena-Beere in der Bärentasche. Geil, die darf ich behalten. So, Punkte plus. So, hier oben ist nichts mehr. Das ist auch, ich glaube, Festival-Mission gab es ja, glaube ich, gar nicht mal im Vorgänger. Da gab es nur normale Missionen, da musste man sich aber mit einem anderen Spieler verbinden. So, hier ist was. Phragia-Beere. Für die erste Mission natürlich noch relativ leicht. So, hier ist noch eine. Auch wieder eine Phragia-Beere. So, noch zwei Beeren. Wo könnten die sein? Hier unten vielleicht oder hier drüben? Ah, hier ist noch einmal Bell, komischerweise. Da braucht man das hier nicht anquatschen. So, hier ist noch was. Tada! Am Arena-Beere gefunden und fehlt nur noch mal eine Beere. So, wo könnte die letzte Beere sein? Na, wo ist die letzte Beere? Die ist doch jetzt hoffentlich nicht in einem Haus oder sowas drin. Das wäre etwas merkwürdig. Kann ich hier eigentlich durch? Ah, okay, die ist hier draußen. Und ich habe eine Pilzbeere gefunden. So, das war's. Ich bin fertig.
So, bin doch jetzt eigentlich fertig, oder? Hat doch gestern 5, Ziel 5. Also, aber hier gibt's noch mehr. Noch eine Sinebeere. Ich kann auch eigentlich so lange weitermachen, bis die Zeit abläuft. Das heißt, ich kann also mehr sammeln, als ich überbrauche. Das ist eigentlich auch ganz cool. So, sogar ein 1000 kann man hier sein. Aber das ist ja, wie gesagt, das ist alles nicht so... Ja, es ist, glaube ich, schon das richtige 1000, aber wir sind trotzdem in der Mission drin. So, hier ist noch was. Eine Piercef-Beere. Ich sammle jetzt einfach mal so viele Beeren, bis die Zeit rum ist. Ist eh nicht mal mehr eine Minute. So, hier ist noch eine Piercef-Beere. Finde ich aber richtig cool. Das werde ich schon das öfter nochmal machen, irgendwann. Aber das ist jetzt nur mal eine kleine Einleitung. Noch eine Siebelbeere. Das ist nur, damit ihr mal seht, was es hier so gibt. Das ist natürlich schade, jetzt wo es die Nintendo Wi-Fi Connection ja doch schon sehr, sehr lange nicht mehr gibt, kann ich auch nicht den kompletten Umfang dieser Kontaktebene zeigen. Wir können zum Beispiel keine Pokémon mehr schlafen schicken, das geht einfach nicht mehr, weil es die Server dafür nicht mehr gibt. So, hier liegt sogar noch ein X-Tempo rum, habe ich das damals übersehen? Scheinbar. So, und hier auch nochmal eine Citro-Beere. Ich hoffe, ich darf die Beeren dann alle wirklich richtig behalten, weil da steht ja auch, es würden die Beerentasche verstaut. So, noch 10 Sekunden, finde ich noch eine Beere. Hey! Entschuldige bitte, ich hatte ganz vergessen, den Pokédex aufzurüsten, den ich dir gegeben habe. Ich füge die Habitatsliste hinzu, eine großartige neue Funktion. Gib mir mal kurz den Pokédex. Der Pokédex Nummer 1 wurde aufgerüstet. Mit der Habitatsliste kannst du prüfen, welche Pokémon sich in der Gegend finden. Eine großartige Funktion des Pokédex. Um sie zu nutzen, öffne dein Pokédex im Büro auf dem Touchscreen die entsprechende Schaltfläche. Als nächstes wählst du den Ort aus, den du dir ansehen möchtest. Jetzt kannst du alle dort lebenden Pokémon sehen und du erfährst auch, welche du schon gefangen hast. Willst du meine Ausführungen noch einmal lauschen? Nö. Ein kleiner Tipp am Rande. Auf deinen Streifzügen ist dir bestimmt schon mal aufgefallen, dass dunkle, hohe Gras manchmal raschelt. Darin verstecken sie sich dann immer ein... Nun ja, das findest du schon heraus. Indem du deinen Pokédex füllst, bist du Teil einer größeren Welt. Also, besuche viele verschiedene Orte und beginne viele verschiedene Pokémon. Bis dann! Okay, das hat sich jetzt noch während der Mission aktiviert und Ende! Festival-Mission beendet! So... Teilnehmeranzahl 1, Zielvergabe 5, Gesamt, Rekord 12, Mission erfolgreich. Und da unten wird es mir auch nochmal angezeigt, deine Punkte, 12, Platz 1 von 1, Belohnung, 5 Transfer-Orbs und Punktebonus plus 4. So, Alex erhält 9 Transfer-Orbs. Die Gefühle von Alex resonieren mit dem Kontaktbaum. Der Schwarzlevel des Kontaktbaums ist um 1 angestiegen. So, und ich bin auch automatisch irgendwie jetzt in Dowsing. Ja, also... Das war eh normal storybedingt, dass ich jetzt Belle getroffen habe. Das hat jetzt nichts mit der Festival-Mission zu tun gehabt. Die hat mir jetzt wirklich die Habitatsliste noch dazugegeben in meinem Pokédex. Und ja, jetzt bin ich während der Mission trotzdem schon hier hingegangen. Also hier nach Dowsing. Aber ich will jetzt trotzdem noch einmal kurz nochmal zurück in die Kontaktebene. Um dem Typen nochmal Bescheid zu sagen. So, was? Du kannst... Hä? Du kannst dich von hier aus nicht in die Kontaktebene teleportieren? Warum nicht? Wieso denn nicht? Ist das, weil ich... Verstehe ich jetzt nicht ganz. Warum geht denn das nicht? Verarschen? Ich will in die Kontaktebene. Ah, jetzt auf einmal geht's. Merkwürdig. Ah, da bist du ja wieder. Wahnsinn, einfach fabelhaft. Diese Mission hast du wirklich mit Bravour gemeistert. In Ordnung, dann will ich dir jetzt wie versprochen eine neue Kraft verleihen. Das heißt, eigentlich bekommst du die neue Kraft ja nicht von mir, sondern vom Kontaktbaum. Der Kontaktbaum nimmt die Gefühle und Gedanken der Leute in sich auf. Reagieren die Gefühle und Gedanken zweier Abenteuer aufeinander, entsteht dabei Transferkraft. Naja, wenn du erstmal selbst im Besitz von Transferkräften bist, wirst du das schon verstehen. Vertrau mir. Also dann, überprüfe den Kontaktbaum und hol dir deine Transferkraft ab. Du untersuchst deinen Kontaktbaum. So, Gesamtlevel des Kontaktbaumes 1, Schwarzlevel 1, Weißlevel 0, einsetzbare Transferkräfte 3. So, und jetzt haben wir hier unten Transferkraft annehmen. So, bitte wähle eine Transferkraft, die du vom Kontaktbaum erhalten möchtest. So, es gibt hier die KP Heilkraft Plus. Frischt umgehend einige KP des an der Spitze des Teams stehenden Pokémon auf, benötigte Orbs 2. Dann gibt es die EP-Kraft Plus, erhöht die Anzahl der nach einem Kampf erhaltenen EP-Punkte leicht, das Erfahrungspunkt, die Wirkung hält 3 Minuten an. Und was wir auch noch machen könnten, die Aufspürkraft Plus. Hilft dir unterwegs etwas mehr raschendes hohes Gras oder Staubwolken zu finden, die Wirkung hält auch 3 Minuten an. Ich hätte dann ganz gerne die EP-Kraft Plus, die ist ganz praktisch. Kriegen wir ein paar mehr Erfahrungspunkte nach einem Kampf und 3 Minuten lang hält das halt an. Also Kraft annehmen.
So, möchtest du diese Transferkraft von Kontaktbaum in Empfang nehmen? Ja. Du hast die EP-Kraft Plus vom Kontaktbaum in Empfang genommen. EP-Kraft Plus wurde in dein Siegel eingespeist. So, das war's auch schon. Feste Belohnung gibt's anscheinend keine mehr im Moment. Aha, du hast deine Transferkraft erhalten. Damit kannst du dich mit Fug und Recht einen waschechten Abenteurer nennen. Transferkraft erlaubt es, die anderen Abenteurer in deiner Nähe zu helfen. Um sie einzusetzen, benötigst du allerdings sogenannte Transfer-Orbs. Bestreite ab und zu ein paar Missionen, um an Transfer-Orbs zu gelangen. So, mehr will ich dir eigentlich nicht verraten. Alles, was es sonst noch zu wissen gibt, wirst du mit etwas Grips und der nötigen Praxis schon noch selbst herausfinden. Ich wünsche dir noch viel Spaß auf deinen Abenteuern. Gute Reise! Aktiviere deine Transferkraft über das Passier-Logbuch des Seagears. Berühre im Passier-Logbuch probehalber einfach mal das grüne Dreieck. So, also man kann ja so gesehen sagen, dass die Transferkräfte die Vorgänger der O-Kräfte sind, die ja dann in X und Y das erste Mal vorkamen und dann auch noch in Omega Rubin und Alpha Saphir. Das sind die Vorgänger davon, da braucht man eine Transfer-Orbs, das funktioniert hier so ein bisschen anders. Und was ist mit dir? Hast du irgendwelche Fragen zum Kontaktbaum, verschiedene Visionen und Transferkraft? Nee, brauche ich nicht. Ja, Kontaktbaum, der wächst nach und nach. Man könnte sein Wachstum als Reaktion auf die Gefühle und Gedanken anderer Leute ansehen. Ja, eine Sache, die sich zum Beispiel ziemlich krass verändert hat im Gegensatz zu früher, ist, dass es hier in dieser Kontaktebene kein Wasser mehr gibt. Früher war hier alles Wasser, das war so ein kreisrunder See. Aber in Schwarz und Weiß ist der See ausgetrocknet und es gibt kein Wasser mehr. Fragt mich nicht warum. Und hier hinten, das wäre eben der Kontaktebenenhain. Im Kontaktebenenhain fließen Traum und Realität zusammen. Oder einfacher hier werden Träume wahr. Möchtest du etwas über den Kontaktebenenhain wissen? Ja, was ist der Kontaktebenenhain? Im Kontaktebenenhain werden Träume Realität. Wurde ein Pokémon mittels Spiels Synchro aus seinem Traum geweckt, wird dieser Traum hier im Hain Wirklichkeit. Möchtest du etwas über den... möchte ich nicht. Ja, komm hier in den Hain, wenn ein Pokémon aus seinem Traum erwachen. Das geht halt leider nicht mehr. Das kann ich euch leider nicht zeigen, weil es einfach die Wi-Fi-Connection ja nicht mehr gibt. Die sechste Generation verwendet ja das Nintendo Network, den Nachfolger quasi. Die Wi-Fi Connection wurden die Server schon vor langer Zeit abgeschalten, deswegen kann man die Spielsynchro mit den Editionen leider gar nicht mehr machen, was ich sehr schade finde. Also dieses Feature werde ich euch leider im Let's Play nicht zeigen können, es tut mir sehr, sehr leid. Das geht halt einfach nicht mehr. Aber hin und wieder werde ich euch schon ein paar von diesen Festival-Missionen wieder zeigen, dass auch der Kontaktbaum dann wächst und mir mehr Transferkräfte gibt, aber jetzt war's das mal. Von hier aus kommst du in deine Welt zurück. Du kannst jederzeit herkommen. Na dann, tschüss! Von hier kommst du in deine Welt zurück. Möchtest du in dein eigenes Spiel zurück? Und ja, bitte! So, das war mal ein kleiner Vorgeschmack auf die Kontaktebene. Wenigstens kann man das mit diesen Transferkräften und so, das kann man ja trotzdem machen. Dafür muss man jetzt nicht irgendwie eine Spielsynchro durchführen. Aber das geht halt leider nicht mehr. Damals... 2012, als Schwarz und Weiß rauskam, war das ja noch kein Problem. Da gab es die Wi-Fi-Connection noch, aber irgendwann kam dann eben mit dem Nintendo Network ein Nachfolgersystem davon raus und die anderen Server haben sie dann irgendwann leider abgeschalten, die offiziellen Server, und somit kann man das nicht mehr machen. Aber egal, so wichtig ist das nicht. Jedenfalls jetzt nicht fürs Abenteuer, das war damals was ganz Feines. Das habe ich aber ehrlich gesagt auch früher nie wirklich verwendet. Also ist es nicht ganz so tragisch. Gut, also jetzt auf nach Wapitru City. Jetzt müsste uns der Typ ja da auch vorbeilassen, der uns damals nicht vorbeilassen wollte, hier auf der Route 20, dieser Bergsteiger-Trottel da oben. Der Typ da. Der wird mich jetzt durchlassen. Was funkelt mir denn da entgegen? Aha, du hast also den Grundorden, aber werde jetzt ja nicht übermütig. In der Welt geht es rau zu und ich werde dich jetzt darauf vorbereiten. Eine Herausforderung von Wanderer Ego. Und er besitzt ein Riolu. Ey Mann, ich will auch eins haben. Unfair, ich will ein Riolu. Warum kommt denn keins zu Level 12? Auf dem Dawson Kopf ist einfach keins aufgetaucht. Das ist so fies. Aquaknarre. Da, es macht Ausdauer. So, Riolu macht sich bereit. Ja, würde ich es jetzt mit einem Schlag besiegen, würde das 1 KP noch übrig haben. Aber das hat eh nichts gebracht. So, wieder Ausdauer. Jetzt werdet ihr gleich sehen, dass ich es nicht besiegen kann. Ja, ein Volltreffer, trotzdem übersteht Riolu die Attacke wegen der Ausdauer, aber jetzt sicher nicht mehr. Ah, Ruckzuck-Hit, Fiesmann, so Tackle und tschüss. Es wäre ziemlich arrogant für mich zu meinen, ich könnte die Spiele ehren. Ich muss mich dir geschlagen geben, mit den richtigen Pokémon an seiner Seite kann auch ein Kind mit einem Erwachsenen mithalten, so ist das normal.
So, endlich hat mich der Typ hier durchgelassen. Er lässt mich jetzt endlich vorbei. Und jetzt können wir weiter. Die Route 20 geht ja hier noch weiter. Und oh, der Kleine will kämpfen? Ich bin der beste Trainer im Wabitur Kindergarten. Eine Ration von Vorschüler Nils. Ah, wie niedlich. So, was hast du denn? Ein Anton, okay? Anton hat schon wieder Kopfschmerzen. So, Otaro. Wasser gegen Wasser ist vielleicht jetzt nicht so super, aber ich will, dass Otaro noch ein Level-Up bekommt. Es braucht ja nur mehr 2 Level-Ups und dann entwickelt er sich endlich das erste Mal. Tackle! Der Tackle, den Tackle, Tackle, hat der Tackle, den Tackle, getackelt. Ruteinschlag. Aquaknarre bringt jetzt, glaube ich, nicht so viel, aber machen wir einfach mal. Wasser gegen Wasser. Ist jetzt leider nicht sehr effektiv. Was bringt es dir ständig Rutenschlag einzusetzen, Ente? Oder werden deine Kopfschmerzen auch nicht besser davon? So, Tackle und auf Nimmerwiedersehen. Und, jawohl, Level 16. Ich war ganz schön naiv. Die geben natürlich auch nicht so viele Poké-Dollar. Die geben nicht so viel Geld. Aber ich verstehe das nicht. Im Anime hat es immer geheißen, du musst 10 Jahre alt sein, dass du dein erstes Pokémon bekommen kannst. Und warum hat dann so ein kleiner Vorschüler, der wesentlich jünger ist als ich, schon Pokémon? Das verstehe, wer will. Alex, warte. Folgt mir, ihr beiden. Du kennst doch das dunkelhohe Gras. Es passiert zwar recht selten, doch ab und zu stößt man dort auf 2 Pokémon gleichzeitig oder ein starkes Pokémon versteckt sich darin. Nimm dich also in Acht, wenn du in solches Gras wagst. Als nächstes versuchst ihr euch also an der Arena von Wapitru City. Dann nehmt die hier an euch. Alex erhält Pirsifbeere. Du auch, Steven. Gut, dann gebt beide euer Bestes. Falls etwas ist, meldet euch einfach per Visocaster. Sharon kennt sich immer aus. Und er hat auch gegen die Sharon von Team Plasma gekämpft. Mein Schluss steht fest. Ich will stärker werden als er. Und du? Gib immer alles. Füll deine Seiten deines Pokédex und unterstütze mich, okay? So, auch wieder eine ganz nette Begegnung. So, ich glaube, der will jetzt aber nicht schon wieder einen Rivalenkampf, oder? Ich glaube nicht. So, hier haben wir noch einen Superball noch gefunden. Ich habe ja zum Glück schon welche kaufen können. Ich habe meine Pokébälle verkauft, mir Superbälle gekauft, weil ich den ersten Orden habe. Ging das schon in Aventura City. Jetzt habe ich eigentlich so gesehen jetzt 11 Superbälle. Mal sehen, was mir hier so über den Weg läuft. Lalalala, und da kommt schon was. Oho, ein Stravickel. Level 10. Okay, los, Otaro. Kann ich ja meine denn gerne fangen. Ins Team nehme ich es aber sicher nicht. Tackle. So, Käferbiss. So, Stravickel hat das... Oh, das Item Silber geschult, ist ihm weggegessen. Fies. Ja, das ist eine gemeine Attacke. Wie kannst du es wagen, meine Silberbeere zu essen? Das war nicht deine, du unverschämtes Stravickel. Oh, das ist richtig fies, ne? Käferbiss konsumiert die Beere des Gegners, falls er eine trägt. Und dann ist sie natürlich weg. So, und da kann er sie selber nicht mehr benutzen. Da muss man aufpassen. So, Beutel... Bälle, Superball. Ein Ball mit guter Erfolg für den Pokémon in allen Punkten überlegen. Na dann, los! Du bleibst da auf jeden Fall drin, Stravickel. Was? Alle verarschen? Ey, das gibt es nicht. Das ist ein Superball. Ein Superball, du blödes, dummes Stravickel. Bleib gefälligst drin. Alter, das ist Superball und es hat sich befreit. Hallo? Wie wenig KP muss es denn noch haben? Ey, sag mal, geh doch kacken hier! Das befreit sich aus 2 Superbällen, du Missgeburt! Boah, dann geh doch kacken hier, dann leck mir doch am Arsch! So, Tackle, dann besiege ich dich eben, du... Drecks, wie du Blödes! So, dann eben nicht! Voll gemein! Ja, wer braucht denn noch ein Stravickel? Das kann ich mal! Ja, das war mal voll behindert! 2 Superbälle für nichts und wieder nichts verschwendet! Arschloch! Das ist einfach nur mega fies. So. Nee, was soll das denn? Wie kann sich das aus einem Superball befreien? Das stimmt doch was nicht. So, ich habe die ganzen Beeren aber wirklich durfte ich alle behalten, die ich da bei der Festivalmission bekommen habe. Amarena-Beere hält eben Paralyse, Fragebeere von Vergiftung und die Pirsif...
eine Epizebeere von Vergiftung, die Frage-Beere von der Verbrennung, Singlebeere 10 KP und Zitrobeere füllt sogar, glaube ich, 30 KP auf. Egal, ich nehme jetzt einfach mal eine Piercive-Beere und gebe die natürlich Otaro. Und ja, das ist sogar ein guter Grund, weil die zweite Arena ist nämlich eine Gift-Arena. Seit langer, langer Zeit gibt es hier mal wieder eine Gift-Arena. Aber auch nur in Schwarz und Weiß 2. So, kommt hier irgendwas anderes? Agelots, gib bitte. Sehr lächerlich. Das habe ich doch schon. So, jetzt kann ich meinetwegen besiegen mit der Aquaknarre. Ich brauche noch Erfahrungspunkte. Ich will noch ein Level-Up haben. Ich hätte ganz gerne, dass sich Otaro entwickelt, bevor ich den zweiten Arena-Kampf mache. Das wäre echt nicht schlecht. So, wie viel gibt das? 65, naja, nicht so viel. Wilde Pokémon geben ja nicht so viele Erfahrungspunkte wie jetzt welche von Trainern. Was ist mit dir? Willst du kämpfen? Ja, möchte kämpfen. Schau mal, das ist mein super tolles Pokémon. Eine Rüstung von Vorschülerin Helene. Oh, wie niedlich. So, Yorklef. Die haben immer so einen gelben Hut auf. Ich glaube, das ist in Japan. Das ist bei den Kindergartenkindern so, dass die immer so einen Sonnenhut tragen müssen. Aber was soll so, gegen Yorklef wird Otaro bestimmt nicht verlieren. Aquaknarre. Aber das ist mit Blitzschlaf. Ich glaube, das ist einfach nur blöd. Konnte sich das aus zwei Superbällen befreien, oder? Das kann ich mal, dann eben nicht. Ich wollte sowieso nicht ins Team nehmen, also brauche ich es auch nicht fangen. Das war jetzt nur schade drum, richtige Verschwendung. So, gewonnen. Ich bin nicht traurig. Na dann ist ja gut. So, was liegt hier rum? Jetzt mal Pokémon. Ich will so ein... Ja klar, das ist jetzt auf Level 2, weil das Dunkelhohlkraut hat stärkere Pokémon. Also auf Level 2 brauche ich das schon mal gar nicht. Kannst mich mal und tschüss. Ja, wenn das Gras halt hell ist, dann sind die Pokémon nicht so stark als wie im dunklen hohen Gras. Und das alles hier für ein Gegengift. Auch so schön, Heilvergiftung. Ey, schon wieder. Jetzt werdet ihr aber langsam lästig. Und Songkern. Gibt es hier auch? Naja, Schwarz und Weiß haben sie ja den regionalen Einhaldecks so ein bisschen aufgepäppelt. Da passen jetzt 301 Pokémon schon rein. Das ist schon ziemlich viel. Aber ich will auch keinen Song hören. Und tschüss. Ich brauche allgemein nicht wirklich ein Pflanzen-Pokémon. Habe ich jetzt nicht unbedingt vor, ins Team zu nehmen. So, was liegt hier noch rum? Aha, ein Angriff plus. So, will sie hier unten auch kämpfen? Ja, sie will. Ich versuche stets, Pokémon und Kindern mit gutem Beispiel voranzugehen. Eine Rüstung von Erzieherin Heide. Und sie hat ein Dummiesel. Oh weia, das ist eines der unnötigsten Pokémon ever. Das sollte man eine Mega-Entwicklung bekommen. Was wäre mit Mega-Dummiesel? Vielleicht taugt es ja dann was. Aber das ist eines der blödesten, unnötigsten Pokémon ever. Das kann ja gar nichts. Das hat jetzt nicht wirklich herausragende Werte und allein der Name zeigt dir, dass es ziemlich dumm ist. Verfolgung. Bringt auch nicht so viel, so. Immer schön mit Aquaknarre angreifen. Groll? So, Aquaknarre von Otto wird nur 4 AP reduziert. Ey, warum kann das denn so eine Attacke? Frechheit. Das ist eine Geistattacke. So, schon wieder Groll. Hör auf damit! Schon wieder 4 AP reduziert, das kann ich hier bald nicht mehr einsetzen. Unverschämtheit. Aber jetzt ist es besiegt. So, los, gib mir Level Up. Ja! Endlich! Es ist soweit, Leute. Otaro wird sich jetzt gleich entwickeln. Level 17. Und dann nochmal auf 37. So, und Otaro versucht Kaltklinge zu erlernen. Kann aber maximal nur 4 Attacken lernen. So, eine Attacke vergessen. Das ist eine Attacke, die kann auch nur Otaro lernen. Hat 10 AP. Was, nur 10? Das ist ein bisschen wenig. So, Kaltklinge. Eine physische Wasserattacke mit einer Stärke von 75 und Genauigkeit 95. Schneideangriff mit einer scharfen Muschelschale senkt eventuell die Verteidigung des Zieles. Na, auf alle Fälle wird es das lernen. Das ist um so vieles besser als die Aquaknarre. Die kann jetzt weg. So, vergessen. 1, 2 und schwupp. Otaro hat Aquaknarre vergessen und Otaro erlernt Kalkklinge. Oh je, so kann ich natürlich niemand ein Vorbild sein. Nanu, Otaro entwickelt sich!
Glückwunsch, dein Ottero wurde zu einem Zwotronin! Ist das geil, jetzt habe ich ein Zwotronin! Gleich mal untersuchen. Bericht. Na, sieht es nicht cool aus, es ist immer noch vom Typ Wasser, auch seine finale Stufe ist nur Monotyp Wasser. Aber das macht nichts. Sieht auch cool aus und jetzt können wir hier endlich mal die Kalkklinge. Das ist schon ein Unterschied, ich meine... Aquaknarre hat nur 40 Schaden gemacht, Basisstärke 40 und hier 75, ist eigentlich schon relativ stark dafür, dass wir noch so weit am Anfang des Spiels sind. Ich verstehe nur nicht, warum ist Genauigkeit 95 und nicht gleich 100, die 5 Punkte Unterschied ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber halt nur 10 AP ist ein bisschen wenig, vielleicht finde ich ja irgendwo mal ein AP Plus, dann kann ich die AP da ein bisschen erhöhen. Aber ich glaube, das findet man auch erst später im Spiel, so früh werde ich das sicher noch nicht finden, das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Aber damit werde ich es auf jeden Fall auch in der zweiten Arena wesentlich einfacher haben mit so einer starken Attacke. Und ich würde es eigentlich auch gerne lieber physisch spielen, also ihm eher physische Attacken beibringen. Denn, ja gut, bei ihm ist eigentlich Angriff und Spezialangriff relativ ausgeglichen. Es hat ja bei mir leider ein neutrales Wesen, das heißt kein Wert steigt oder sinkt. Das ist jetzt auch nicht gerade das Optimum. Und man sieht ja auch, Initiative ist ein niedrigster Wert. Aber es ist halt trotzdem mehr so der Haut-drauf-Typi. Gut, Leute, es wäre Zeit, den Part zu beenden. Ich finde, den kann man auch nicht besser beenden, als dass sich eben ein Pokémon entwickelt hat. Ich weiß gar nicht, komme ich jetzt überhaupt? Nee, ich komme, glaube ich, jetzt in dem Part nicht mehr bis zum Rapid City. Die zwei Kleinen wollen, die sich auch noch kämpfen. Also Leute, dann bleibe ich einfach mal hier stehen. Sage wieder danke fürs Zusehen. Hoffentlich hat euch auch die Kontaktebene gefallen. Und im nächsten Part erreichen wir dann hoffentlich auch schon Rapid City. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Pokémon Schwarz 2.